Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes Bruno Kahl hat vor der konkreten Gefahr einer militärischen Konfrontation Russlands mit der NATO gewarnt. Russland bereitet sich auf einen Krieg mit dem Westen vor, sagte der Chef des deutschen Auslandsgeheimdienstes in Berlin. Die russischen Streitkräfte würden wahrscheinlich Ende des Jahrzehnts personell und materiell in der Lage sein, einen Angriff auf den Westen auszuführen, sagte er. Im Ernstfall wäre aber kein großflächiger Angriff auf die NATO-Staaten Europas zu erwarten, sagte Kahl. Moskau würde eher versuchen, die NATO-Beistandspflicht auszuhebeln und das Bündnis damit scheitern zu lassen. Laut Artikel 5 der NATO-Charta wird ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf das gesamte Bündnis betrachtet. Wenn Russland ein NATO-Mitglied militärisch angriffe und die übrigen NATO-Staaten dies nicht als Angriff auf das ganze Bündnis werteten, hätte Russland sein Ziel erreicht. Als mögliche Szenarien nannte Kahl einen kurzen Angriff auf die norwegische Arktisinsel Spitzbergen oder eine begrenzte Intervention im Baltikum unter dem Vorwand des Schutzes russischer Minderheiten.